Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir zusammen Mad Tower Tycoon. Das gibt es für 15 Euro auf Steam, ist momentan noch im Early Access. Genau, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Genau, wer hier zum Beispiel Sim Tower kennt, das ist so ein Spiel aus den Ende 80er, Anfang 90er Jahren, glaube ich. Ja, wer das Spiel kennt und auch liebte, wird mit diesem Spiel auf jeden Fall zufrieden werden. So, ich werde jetzt erstmal sagen, wir tun mal ein paar Einstellungen vornehmen für das Spiel. Und zwar sagen wir, wir deaktivieren die Katastrophen, weil die Katastrophen hier sind totaler Schwachsinn. Ich habe das Spiel schon mal angespielt. Genau. Die Katastrophen, dabei handelt es sich einfach mal um, ja, zum Beispiel Aliens, die da ankommen und unsere Besucher entführen und so ein Blödsinn. Ja, das ist absolut unrealistisch. Genau, und wir werden jetzt einfach mal das Spiel so starten, wie wir es angefangen haben. Wie ich es eingestellt habe. So. Wir bedanken uns für den Kauf der Early Access Version von Mad Tower Tycoon. Bitte bedenke, dass im Spiel einige Features fehlen, sowie Fehler enthalten sein können. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback und nun wünsche ich dir viel Spaß. Ja. So, jetzt werden wir auf jeden Fall hier durch ein kleines Tutorial geleitet. Also die Grafik, wie wir sehen, ist ja schon richtig hübsch gemacht hier. Ja. Das erinnert auch schon so ein bisschen an Sim Tower. So, von der Fotoansicht war ja damals auch so. Und wir werden jetzt einfach mal das Tutorial ruckzuck durchspielen und einfach mal selbstständig noch ein bisschen weiterbauen. So, herzlich willkommen bei Mad Tower Tycoon. In diesem Tutorial möchte ich dir ein paar grundlegende Dinge beibringen, sodass du imstande bist, selbstständig das Spiel zu meistern. Du kannst jederzeit das Tutorial mit einem Klick auf X beenden. Klicke nun auf Weiter. So, um die Kamera zu bewegen und bla bla bla, okay, könnte man halt jetzt die Tastatur benutzen und so weiter und so fort, das ist jetzt unwichtig. So, Baugrundlagen. Beginnen wir nun, dein Gebäude zu errichten. Zuerst musst du eine Lobby auf der Bodenfläche bauen. Klicke hierzu auf den markierten Button und wähle die Lobby. Also unten in der Leiste seht ihr ja schon, da ist ein Pfeil. Da klicke ich einfach mal drauf. Und jetzt sollen wir hier zum Beispiel eine Lobby bauen. Ja, die bauen wir halt, indem wir, ups, einfach mal hier irgendwo hindrücken. Gehen wir einfach gleich mal an den Rand oder so. Ja, genau, also wie ihr seht, wir können ja hier dann später noch unsere Grundstücke erweitern. Momentan dürfen wir aber nur in der Mitte anfangen. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal am Rand draußen an. Und ziehen das einfach mal hier durch. So, da ist gleich unten komplett die Lobby fertig. So, jetzt haben wir die Lobby erstmal soweit stehen und müssen jetzt auf die Bauarbeiter warten, dass die hier anfangen zu bauen. Da kommen sie angeschissen. Ja. Hier sind sie, die kleinen Racker, die. Ich werde mal die Geschwindigkeit ein bisschen vorspulen, damit es alles ein bisschen schneller geht. Ah, komm, können wir nochmal. So, was will der jetzt? Wie du sehen kannst, betreten einige Bauarbeiter dein Gebäude und fangen direkt an, deinen Bauauftrag auszuführen. Da Bauarbeiter ausschließlich neue Räume errichten und keine Renovierungen durchführen, solltest du als nächstes eine Instandhaltung bauen. Klicke auf den Button Serviceeinrichtungen. So, klicken wir einfach mal drauf und hier sehen wir halt schon diverse Serviceeinrichtungen, zum Beispiel Stromanschluss, Wasseranschluss, Medienanschluss und natürlich unsere Instandhaltung und Toiletten. Ja, wir bauen jetzt einfach mal hier irgendwo, ich würde sagen, das bauen wir nicht im Keller, das werden wir später auch wieder abreißen, das Teil. Wir bauen das gleich mal so, ihr seht ja außen diese Umrandung, wir bauen das gleich mal so, dass hier das komplette Ding drin ist, wir nicht so viel bauen müssen. So, machen wir erstmal hierher, damit wir... Genau, wir tun das später noch hier höher setzen, damit dann wirklich die ganzen Gebäude drin sind, ja. Also das ist bloß für den Anfang erstmal hierher gesetzt. So, jetzt haben wir das gebaut und jetzt brauchen wir natürlich noch eine Treppe. Wie du erkennen kannst, blinkt dein neuer Raum rot auf. Das bedeutet, niemand kann diesen Raum erreichen. Du solltest also eine Treppe oder einen Fahrstuhl errichten. So, und das machen wir jetzt auch. So, hier haben wir Treppen und später auch Fahrstühle und Expressfahrstühle. Genau, die anderen Sachen, die werden noch später freigeschaltet, umso eher wir uns unseren Level dann aufsteigen. So, der Raum kommt jetzt jedenfalls erstmal hierher irgendwo, beziehungsweise die Treppe. So, und die können sie dann erstmal in Ruhe bauen. Nun erreichen die Bauarbeiter deine Instandhaltung und werden sie für dich bauen.
Viele Räume benötigen Strom, Wasser und einen Multimedia-Anschluss. Du musst immer dafür sorgen, dass genug vorhanden ist. Okay, so. Also, das heißt, wir bauen jetzt den Stromanschluss. Bauen wir einfach mal derweil daneben. Es geht gar nicht. Die gehen wohl bloß in den Keller oder so. Mal gucken. Das kann nur im Unteretage. Okay, also bauen wir die einfach mal. Ja, bauen wir sie einfach hier hin. 1, 2, 3. Genau, warum ich das jetzt so mache, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Und wir werden das einfach mal so bauen, dass ich dann die ganzen Etagen reservieren kann für Strom, Wasser und Multimedia-Anschluss. Damit wir dann später halt nicht alles so durcheinander haben, ne? So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal wieder eine Treppe irgendwie. Mal gucken, kriegen wir die hier hin? Sieht nicht so aus, weil wir müssen hier noch ein bisschen Flur hinbauen. Die Treppe ist doch ein bisschen zu groß dafür. So, machen wir mal so einfach hier. So. Und jetzt noch eine Treppe dahin. So, machen wir einfach hier 3 Treppen hin. So. Die können Sie einfach in Ruhe bauen. Und jetzt müssen wir bauen. Nun, einen Stromkasten haben wir gemacht. Versorgung haben wir gemacht. So, Räume vermieden. Nun sollten wir einige Büros errichten, welche du vermieten kannst. So, also klicken wir hier auf Büros. Und die können wir jetzt einfach auch, keine Ahnung, platzieren wir sie gleich hier am Anfang hin. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir gleich ein paar mehr, damit wir hier Kohle verdienen können. Jetzt kommt auf jeden Fall wieder eine Treppe da rein, weil sonst kommen die ja nicht dahin, ne? So, und jetzt klicke eins der Büros mit der linken Maustaste an. Rechts unten, okay, warte mal. Rechts unten siehst du nun ein Menü mit unterschiedlichen Informationen und Einstellungsmöglichkeiten für diesen Raum. Wenn du möchtest, kannst du die Miete erhöhen oder verringern. Ja, das machen wir jetzt nicht. Das lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Denn erstmal müssen wir für alle Bedingungen sorgen, was uns dann genehmigt, sozusagen die Preise zu erhöhen. Also was ein Grund dafür ist. Ne? Nun müssen wir warten, bis die ersten Mieter einziehen. Damit du nicht ewig warten musst, kannst du das Spielgeschehen beschleunigen. Machen wir auch gleich mal volle Bulle hier. Damit die das alles bauen. Und wir dann auch endlich die erste Kohle einnehmen können. So, das Problem ist jetzt aber, jetzt werden die gleich meckern, dass keine Toiletten verfügbar sind. Die müssen wir dann auf jeden Fall auch noch hier irgendwie hinbauen. Ich mache erstmal das Fenster hier zu. Genau. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine ersten Mieter. Jeden Tag um 6 Uhr wird dir die Miete auf dein Konto gutgeschrieben. Damit deine Mieter nicht sofort wieder ausziehen, kannst du überprüfen, ob sie zufrieden sind. Dazu musst du einfach wieder mit dem Selektiermodus den gewünschten Raum anklicken. Ja, machen wir jetzt sofort. Anklicken. Ist nicht vermietet. So, was ist hier? Die sind alle scheinbar zufrieden. Aber ich baue jetzt trotzdem erstmal hier noch eine Toilette hin. Die war hier bei Service oder so. Moment, hier ist die Toilette. Weil die brauchen gleich Toiletten. Und wie ihr seht, hier auch wieder diese Umrandung. Die werde ich am besten gleich auch wieder ein bisschen höher bauen. Damit die Herrschaften da an die Toiletten kommen. So, erstmal hier noch ausfüllen alles und die Toiletten anwählen. Die haben wir jetzt hier gehabt. Und die bauen wir einfach auch erstmal hier oben drauf irgendwie. Das muss ich noch ein bisschen verlängern, weil es nicht reicht. Gut, noch ein bisschen Flur. So, kommen wir mal hin. So, die Toiletten nochmal nehmen. Da sind sie. So, und wieder so hinbauen, dass das alles erreichbar ist für alle. So, nochmal eine Treppe hier irgendwo hin. Treppe. So, hier hoch. Und dann ist es auch alles verbunden und... Was sagen die? Genau, jetzt die wollen sie zum Beispiel eine Toilette und eine Essmöglichkeit. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendwo ein Restaurant bauen. Du hast nun die grundlegenden Funktionen von Mad Tower Tycoon gezeigt bekommen. Gut, also wir können das jetzt schließen und selbstständig weiterbauen. So, wir werden jetzt noch ein Restaurant hier hinbauen. Das tue ich natürlich auch wieder hier oben drauf platzieren. Damit wir dann langsam immer höher kommen und sozusagen auch... später noch alles umbauen können, weil das, die ganzen Räume, die reiße ich nachher wieder weg, damit dieser Rahmen... Och Mist. Kann man das abbrechen? Nee, geht nicht, ne? Weg. Genau, damit dieser Rahmen später... Moment, ich baue erstmal das Ding, dann reden wir weiter. So, wo ist es jetzt? Jetzt wollte ich eigentlich essen und das eigentlich hier so bündig reinbauen. Das geht wieder nicht, weil der Flur nicht ausreicht. Okay, machen wir mal schnell den Flur wieder dahin. So, und jetzt essen. Wo war das wieder hier? So, essen. So, das bauen wir natürlich wieder so hin, dass so viele wie möglich später das Ganze erreichen können. Genau, wir haben jetzt hier die Büros, die warten auch auf Essen.
Und dann bauen wir jetzt auf jeden Fall, wie viel Geld haben wir noch? 19.000. Da werden wir jetzt auf jeden Fall hier noch ein paar Büros hin platzieren, damit wir so schnell wie möglich an Kohle kommen. Die können wir eigentlich auch hier hin platzieren. Na gut, wir können ja hier noch eine Treppe, aber wir haben kein Geld mehr. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier noch ein paar Treppen hinbauen, damit die das auch erreichen, das Ganze. Genau, und dann werden wir jetzt noch ein bisschen Kohle zusammensparen und noch die ganzen Büros dahin platzieren. Hier können wir erstmal die Preise erhöhen. Machen einfach volle Pulle rein, ja. Genau, und wir sagen natürlich hier zum Beispiel Priorität hoch, damit es immer repariert wird. Und die Öffnungszeiten sagen wir einfach mal, keine Ahnung, von 1 bis 23 Uhr. Das steigert zwar unsere Instandhaltungskosten, aber am Wochenende können Besucher halt den ganzen Tag über bei uns essen. So. Gut. So, was wollen die hier? Die beschweren sich über hohen Personenverkehr. Ja, weil die alle hier durchlaufen, um hier essen gehen zu können, ne? Ja. Ist jetzt erstmal egal. Denn ich schätze mal, das können wir auch gar nicht so einfach beheben. Egal, wo wir die Treppen hinbauen, es wird halt immer passieren, dass sie da langlaufen. So, es werden neue Erfahrungspunkte gut geschrieben, da seht ihr es, ja. Umso höher wir dann mit der Stufe steigen, umso mehr dürfen wir dann auch später bauen. So, Geschwindigkeit ist auf jeden Fall volle Pulle gerade. Wir können ja ein bisschen reinzoomen, mal gucken, was hier passiert. Mal ein bisschen rumgucken hier. WCs auf jeden Fall Instandhaltung auch hoch machen, damit die immer repariert werden. Und auch gepflegt werden. So, wir gucken mal, ob wir schon andere Sachen freigeschaltet haben. Zum Beispiel hier Mülltonnen. Ja. Mülltonnen sind halt dafür da, dass die Sachen sauber bleiben hier. So, mal gucken, haben wir hier irgendwie Platz zum Bauen? Hier hätten wir ein bisschen Platz. Na, bauen wir es einfach mal hierher. Damit halt die Toilette und alles sauber gehalten wird. Es ist natürlich später praktisch, wenn wir die Mülltonnen auf jeder Etage bauen, damit halt die ganzen Räume sauber bleiben. So, was wollen die denn jetzt hier? Es wird sich ein Serverraum in der Nähe gewünscht. So, was kostet denn der Serverraum? Mal gucken, wo haben wir jetzt Serverraum? Der ist bestimmt auch bei Büros. Und hier haben wir Serverraum, der kostet 15.000. Ja, so viel Geld haben wir momentan noch gar nicht. Aber wir müssen trotzdem irgendwie das Teil dann mal bauen. Mal gucken, ob wir den irgendwie hier hin platzieren können. Den werde ich dann auch wieder hier oben hin platzieren. Ja, und wieder reicht der Flur da oben nicht aus. Müssen wir nochmal ein bisschen den Flur verlängern hier oben. So. Damit die alle dann auch mit dem Internet verbunden sind. Aber erstmal brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Ja, meckert nicht. So. Also es wird sich ein Serverraum gewünscht. Ja, also wie ihr seht, ist es auf jeden Fall schon sehr SimTower ähnlich. Es gab ja auch mal das Spielprojekt Highrise, das ähnelte auch dem Ganzen hier, aber es erinnerte so im weitesten Sinne an SimTower, aber spielerisch war es doch ein ganz anderes Spiel, weil ja, es fehlte halt vieles, was bei SimTower damals gab, und in diesem Spiel haben wir das auf jeden Fall wieder. Zum Beispiel die Fahrstühle sind animiert und sowas, ne? So, 14.600 noch was haben wir. Der Serverraum kostete 15.000. Das heißt, jetzt am Morgen können wir uns den leisten, sobald wir unser Geld bekommen haben. So. Tagesumsatz 3.500. Deswegen, ne? Die beschweren sich halt auch nicht, dass die Kosten so hoch sind. Hier mache ich immer die Ganzkosten auch ganz hoch, die Mieteinnahmen. Weil wenn die genug verdienen, dann können die auch ein bisschen was an uns zahlen, ne? So, was haben wir hier? Genau, Preis. Volle Pulle. So, jetzt haben wir Kohle gekriegt, jetzt können wir auch endlich den Serverraum hier bauen. Den bauen wir einfach hier oben drauf, mal gucken, so passt das. Genau, und dann brauchen wir wieder eine Treppe da hoch. Sonst kommen die ja gar nicht da hoch, um... ja. Hier ist doch eine Treppe. Dahin, genau. Designer-Treppe wurde freigeschaltet, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch die alten Treppen hier gegen Designer-Treppen austauschen. Die Treppen hier hinten könnte ich theoretisch auch entfernen und die mehr hier mittig platzieren. Das wäre sogar... Naja, das ist blöd. Da mache ich lieber dann nachher Fahrstühle dahin, wenn wir sie brauchen. So, also der Serverraum steht. Und durch den Serverraum können wir jetzt auch mehr Miete verlangen. Ihr seht das, Serverraum plus 3% Miete. Perfekt. WC gibt uns mehr Geld und die Mietdauer wird dadurch erhöht. So. Ist es erledigt? Jetzt schauen wir mal, was wir Neues bekommen haben. Wir haben jetzt hier einen Eingang. Der Eingang ist zum Beispiel unten für die Lobby gedacht, damit die Leute auch direkt